Ja, hallo ihr Lieben, wieder mal eine Kategorie aus Praxis Family Talk. Diesmal ein Thema, das mir persönlich besonders am Herzen liegt, weil ich vor jüngstem vor dem Thema stand, ich brauche einen neuen Wasserfilter, denn unser alter war kaputt und war irgendwie verdreckt und war nicht mehr gut. Und ich habe was Neues gebraucht und bin super happy, dass ich den Per kennenlernen durfte. Per Kehler ist ein absoluter Experte, was dieses ganze Wasserthema angeht, hat schon unzählige Vorträge gemacht zu diesen Themen. Und kennt sich insgesamt mit dem Thema Gesundheit, Sport, Fitness, gesunder Lifestyle wirklich sehr gut aus. Per, ich bin total happy, dass du jetzt hier zur Verfügung stehst, um meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für diese Einladung. Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein. Und ja, gerne stell deine Fragen, die du hast. Ich bin gespannt. Ja, also das Thema Wasser ist ja für viele, die das Video jetzt hier schon sehen, ich denke, den meisten ist klar, unser normales Leitungswasser, das wir so trinken können, ist gar nicht so gut und so sauber, wie das oft dargestellt wird, bringt oft sehr viele Probleme mit. Aber vielleicht nochmal zum Zusammenfassen, Per, was sind die Schwierigkeiten, die wir haben mit dem Wasser, das so aus unseren Leitungen kommt? Ja, die Schwierigkeiten sind die Leitungen und die Schwierigkeiten sind die Aufbereitungsarten, weil die halt technisch so schwierig gestaltbar sind, dass einige Dinge überhaupt gar nicht filterfähig sind. Und dann wird ja immer nur beim Wasserwerk gemessen und die kilometerlangen Leitungen werden gar nicht angeguckt. Und ich habe solche Leitungen mehrfach gesehen und die sehen nicht so aus, als wenn ich jetzt jemandem sagen würde, trink mal bitte was, was da durchfließt und trink das bitte. Das wird keiner freiwillig tun. Also insofern, und die Wasserwerke messen halt nicht alles. Die messen in der Regel 30, 40, manchmal 50 Stoffe, aber da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig, dass im Wasser 30, 40.000 fragwürdige Stoffe drin sind, wenn auch nicht in extremer Konzentration. Aber wir müssen ja überlegen, wir trinken ja so viel. Ich meine, wir bestehen aus Wasser. Ich selber trinke 4 bis 6 Liter Wasser am Tag, dann ist das schon eine Menge, auch was an Schadstoffen reinkommt. Stimmt. Das kumuliert sich, das kann ich jetzt sagen als Therapeut und Heilpraktiker. Wir arbeiten ja auch mit ganz stark mit dem Thema Entgiftung. Und wir merken halt einfach, bei vielen Menschen sammeln sich die Gifte über die Jahre und Jahrzehnte an. Also es ist nicht selten, nicht so, dass man einmal konfrontiert wird mit einem toxischen Stoff, dann ist es im Körper, sondern es ist das, was sich über die lange Zeit ansammelt. Was 30, 40.000 Stoffe sind im Wasser und davon werden 50 gemessen. Das ist ja okay. Ja, das sind ein paar Oberbegrifflichkeiten, die dabei sind, aber ich sage mal, solche Medikamentenrückstände, das Thema Uran ist schwierig, Röntgenkontrastmittel ist auch ein großes Thema, das sind Massen, die da reingebracht werden und ja, das ist schon sehr, sehr viel. Und also ich weiß nicht, ob der Wert wirklich hundertprozentig stimmt, aber ich glaube, alle 3 bis 5 Sekunden wird eine neue chemische Substanz irgendwo kreiert und irgendwann landet die auch im Wasser. Okay, und das heißt, die Aufbereitung vom Wasser, das ja durch Wasserwerke gemacht wird, ich glaube, mit Bakterien und so wird irgendwie das Wasser versucht zu reinigen. Das heißt, es schafft es nicht. Es schafft nicht, diese Stoffe, die wir reingeben, quasi effizient rauszubringen. Okay. Also, sie machen einen guten Job eigentlich, aber der Job ist halt nicht so, dass wir davon sprechen können, dass das Wasser, was wir trinken, einen gewissen Gesundheitseffekt haben. Also, kann das Wasser damit nicht haben. Da gibt es verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall sind Kapazitätsgrenzen da, dass eben die Filterstufen viel zu grob noch sind, dass Okay. eben alles rausgefiltert wird. Okay, also das heißt, zum einen Stoffe sind im Wasser, die nicht reingehören. Das Wasser selber, es kommt jetzt aus der Leitung, es fließt schön aus der Leitung raus. Ist es ein Wasser, wo man sagt, okay, das ist jetzt vergleichbar mit dem Quellwasser? Nein, also ein Wasser, was durch Leitung fließt, ist durch einen gewissen Druck letztendlich in die Leitung gekommen und muss natürlich über lange Wege mit sehr viel Druck irgendwo hin beschleunigt werden. Und dann gibt es natürlich auch immer gewisse Knickpunkte in den Rohren, die dazu führen, dass die Wassercluster aufeinanderprallen. Ist auch ein bisschen eine Wissenschaft für sich, das Ganze. Es gibt Menschen, die glauben nicht so an diese Wasserkristallgeschichte. Ja, aber es ist einfach so, Wasser wird beschleunigt. Und hat dann in diesen rechtwinkligen Themen, das ist eben nicht Natur. Ja, Natur ist eher etwas Weiches, ja, etwas Abgerundetes. Und man muss sich dann auch grundsätzlich fragen, das Wasser, was wir uns selber nehmen, wo kommt das grundsätzlich her? Holen wir das aus ganz großen Tiefen mit Gewalt raus? Oder ist das wie bei einer artesischen Quelle von alleine nach oben gekommen, weil es reif ist? Okay. Spannend, spannend, ja. Ja. Das heißt, dieses ganze Thema Lebendigkeit vom Wasser, was ich immer wieder auch höre, ist beim normalen Leitungswasser quasi nicht gegeben.
Ja, das ist nicht nur das Thema Lebendigkeit, das kann man unterteilen so ein bisschen zwischen einer Struktur, wenn jetzt Emotor ein Begriff für manche ist, die zuhören, dass Wasser nicht nur physikalisch sauber sein muss, sondern auch biophysikalisch sauber sein muss, wie bei der Homöopathie. Bei der Homöopathie ist in unserem Kübelchen da eigentlich nicht wirklich eine Substanz messbar, weil es so stark verdünnt ist. Aber, und das wirst du viel besser sagen können, wenn ein guter Heilpraktiker als Beispiel ein homöopathisches Mittel gibt, obwohl kein Wirkstoff theoretisch drin ist, hat das eine enorme Wirkung, wenn das Richtige einem Patienten gegeben wird. Und deswegen ist das Biophysikalische wichtig, dass also auch das Wasser gereinigt wird von diesen ganzen Informationen aus diesen schlechten Zuständen. So, und das muss auch verändert werden, und das wird es ja überhaupt gar nicht. Und wie macht man das? Wie reinigt man das jetzt informell? Also wie kriegt man Informationen aus dem Wasser raus? Das geschieht durch EMs, also durch effektive Mikroorganismen, die in Keramik als Beispiel eingebrannt sind und dann das bereits dann physisch saubere Wasser da durchfließt und die Wassermoleküle, die Wassercluster sich erstens auch auf nicht mehr in Form einer Kette da sind, sondern aufgehen und letztendlich dann einen gewissen Urzustand erreichen, wo alles, was an Schlechtinformationen im Wasser drin war, einfach resettet ist. Okay, ja, sehr gut. Spielt das Thema Verwirbeln eine Rolle? Ja, du hattest ja auch die Natürlichkeit eines Flusslaufes angesprochen. Da haben wir das Thema, wo die Schauberger lange dran geforscht haben, an dem Thema Verwirbelung. Und da ist es halt so, dass es schon wichtig ist, dass Wasser eine gewisse Energie trägt. Ja, das misst man in Bowie-Einheiten. Und wenn ich jetzt richtig tolles arterisches Quellwasser nehme, was man in Form von Flaschen kaufen kann, aber wie gesagt, ich könnte da nur zwei Marken in Deutschland empfehlen, das ist sehr wenig und die kosten auch richtig Geld, so eine Flasche. Dann ist es so, dass das richtig ein energetisches Wasser ist. Das ist sauber, das hat eine gewisse Energie und hat also auch die physische Reinheit, also physisch wie auch biophysikalische Reinheit. Und da ist es halt wichtig, dass man einen Flusslauf so ein bisschen nachahmen kann. Beim Ayurvedischen zum Beispiel würde man 20 Minuten Wasser kochen, damit durch diese meandernden Bewegungen, die da existieren, die Wassermoleküle sich anreichern mit Energie. Bei uns geschieht das zum Beispiel oder in der Natur durch einen Flusslauf und das Wasser eben auf unterschiedliche Wege dreidimensional irgendwie verwirbelt ist. Ja, okay. Ja, der Schauberger war ein schlauer Mensch. Ich höre es Ja. immer wieder im Zusammenhang mit dem Wasser. Jetzt hast Ja, du super. zwei Wässer erwähnt, die man theoretisch kaufen könnte. Welche sind es? Das eine ist das Lauretaner, was wir empfehlen, oder das Plosewasser. Und das ist wirklich gutes Wasser, die Energie ist gut. Also ich möchte auch mal sagen, das Wasser, was wir letztendlich anbieten, das Resultat des Wassers ist dem Lauretaner wirklich ebenbürtig. Wobei ich sagen muss, aufgrund dessen, dass wir natürlich keine Lieferthemen mehr haben, sondern unser Wasser wird hergestellt, ruht ein bisschen und nach dem Ruhen ist halt die Energie und alles so gut noch, dass nicht durch die ganzen Transportwege, und das sind ja Tausende von Kilometern bei solchen Wässern, oder können es sein, eventuell das Wasser schon wieder leidet. Ja, nee, völlig richtig. Aber ich finde es genial, dass du diese beiden Marken erwähnt hast. Natürlich gibt es auch andere Marken, die muss man im Zweifelsfall testen. Aber das Spannende ist, das sind genau die, die wir auch in der Praxis immer wieder testen als gutes Ja, Wasser. Also es cool. deckt sich sehr, Ja, sehr cool, wusste ich gut. nicht. Okay, ja, toll. Okay. Das Spannende ist ja jetzt, okay, wir wissen jetzt, unser Wasser, das irgendwie aus den Leitungen kommt, ist nicht richtig lebendig, ist nicht von Informationen gereinigt und schon gar nicht von allen Stoffen, die irgendwie da reingekommen sind. Was mir jetzt noch gekommen ist, gerade im Rahmen dieser Homöopathie, diese ganzen Medikamentenrückstände und all das, was da drin ist, was ja sehr verdünnt ist, das stimmt schon, aber es ist ja quasi wie so ein Homöopathikum für Beta-Blocker und was weiß ich für seltsame Sachen, die da drin sind. Also das ist ja komisch. Ja, Ja. so. Und das spielt bei der wachsenden Neigung an zu Allergien und zu diesen ganzen Problemen mit Autoimmunerkrankungen, die wir haben, diese vielen Symptome, wo unser Biosystem mehr und mehr anfängt zu entgleisen, spielt das natürlich eine wahnsinnig große Rolle. Denn Wasser ist ja für die Gesundheit eminent wichtig. Was gibt es da noch für Aspekte, warum Wasser für den Körper so wichtig ist? Also was sollte, anders gefragt, was sollte ein gutes Wasser im Körper können? Ein gutes Wasser im Körper sollte einfach mal auch ein Wasser sein, was eine gewisse Flexibilität besitzt. Das heißt, wenn wir es trinken im Mund, verändern sich schon gewisse Dinge. Und je nachdem, wo es im Körper hingerät, zum Beispiel in den Magen, wo eben die Magensäure ist, muss es auch damit klarkommen. Es darf den Körper nicht belasten.
Und dann muss es halt so sein, dass die Zellen damit arbeiten können, dass es also gut in die Zelle hineinkommt. Und da ist so das Thema des osmotischen Druckes sehr interessant. Nicht nur, weil es gibt in diesen an der Zelle so sogenannte Aquaporine. Das sind so kleinste Kanälchen, wo dann im Prinzip ich sag mal, Aminobausteine, Wassermoleküle huckepack nehmen und da reintragen. Allerdings, die Druckrichtung wird bestimmt durch den osmotischen Druck. Und deswegen ist das wichtig, dass ein Wasser eine gewisse Zellverfügbarkeit besitzt. Jetzt immer für mich, das heißt, wenn ich jetzt Wasser trinke, also ich trinke jetzt am Tag 3 Liter Wasser, entweder aus meiner Leitung oder Wasser, das ich irgendwo gekauft habe, aus der Plastikflasche. Ja. Und ich nehme ein gutes Wasser, so wie wir jetzt gesagt haben, ein Wasser, das diese ganzen Prozesse, dass diese Gifte nicht hat, frei ist von Informationen, die negativ sind und das lebendig ist, also verwirbelt ist. Heißt es dann, dass das unterschiedlich in der Zelle ankommt? Ja, du musst ja auch vorstellen, einmal der osmotische Druck, der dadurch geregelt ist, welche Flüssigkeit, wie gesättigt die Flüssigkeit in der Zelle ist. Und es ist schon entscheidend, dass die Flüssigkeit, die wir anbieten, weniger gesättigt ist als die, die in der Zelle ist. Und deswegen ist es schon wichtig, dass das Wasser so sauber ist, dass der sogenannte Mikrosiemenswert, der angibt, wie viel Partikel im Wasser sind, sind es wenig Partikel oder sind es viele Partikel, dass der Mikrosiemenswert, der muss nicht bei ganz, ganz gering sein, bei 5 oder so muss er nicht sein, aber er muss einen niedrigen Wert schon von deutlich unter 70 haben, damit gewährleistet ist, dass das Verhältnis von Außenwasser zu Zellwasser eben ein günstiges ist, um leicht eindringen zu können. Und dann bringt halt ein gesättigtes Wasser, wenn das jetzt mal die Greifarme von Wässern wären, die sauber sind, und ich habe jetzt ein belastetes Wasser durch verschiedene Sachen, dann sind die Greifarme plötzlich nur noch wenige. Und das heißt, es können nicht so viele Sachen auch aus dem Körper geholt werden mit Wässern, die belastet sind, die stark gesättigt sind. Sind aber die Greifarme komplett frei, also bei Wässern, die physisch und biophysikalisch sauber sind, kann ganz wunderbar aus der Zelle und aus diesen ganzen Zwischenräumen Dinge mitgenommen werden. Das ist wichtig für uns, aber das weißt du viel besser. Ja. Naja, natürlich. Es ist ja so, dass wir stellen uns bei Entgiftung immer irgendwas Seltsames vor, was in der Leber stattfindet. Aber was ja ganz, ganz entscheidend ist, dass die ganzen Toxine, die sich überall im Körper befinden, einmal die der Körper selber herstellt, also einfach die ganz normalen Stoffwechsel, Metaboliten, die harnpflichtig sind und raus müssen, aber auch die ganzen aufgesammelten Umweltgifte, die müssen erstmal ihren Weg zur Leber finden. Und das geht übers Bindegewebe. Und das Bindegewebe ist voll mit dieser Lymphflüssigkeit. Und die Lymphflüssigkeit besteht aus Flüssigkeit. Und daher vor allen Dingen eben das, was wir dem Körper als Flüssigkeit anbieten. Und wenn das eine Flüssigkeit ist, die jetzt relativ aufnahmefähig ist, dann ist natürlich die Entgiftung viel, viel besser. Und ich brauche viel weniger Zeit zum Entgiften, viel weniger Mittel unter Umständen zum Entgiften. Oder die Effizienz der Sachen, die ich mache zum Entgiften, sind... Ja, das ist ja großartig. Okay, das heißt, ein Wasser sollte in der Lage sein, genug freie Greifarme zu haben, oder ein LKW quasi, die Ladefläche vom LKW muss leer sein. Ja, genau. Damit genug aufpasst. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, super spannend. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Wie kriegt man das hin, dass man so ein Wasser zur Verfügung hat, wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht ständig Flaschenwasser kaufen gehen, mit den ganzen Problemen, die es mit sich bringt, vor allem die Schlepperei. Was gibt es für Ideen? Wie kann man Wasser aufbereiten und filtern? Was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Ja, das ist schon sehr, sehr viel, was es da gibt. Also auch mein Weg fing weit vor 10 Jahren an, damit zu arbeiten. Ich habe mich am Anfang für einen Aktivkohlefilter damals entschieden, weil ich dachte, Mensch, der kostet nicht so viel. Ich hatte auch keine Ahnung, hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Buch darüber gelesen und war dann im Glauben, dass das Wasser dann wirklich gut ist. Ja, weil auf diesen Aktivkohlefiltern steht auch drauf, entfernt 99,99% von diversen Dingen. Aber als ich das dann viel später testete, wo ich dann mich schon für unser Wasser, sage ich mal, entschieden habe, war es so, dass mir dann klar war, dass diese Filter, die jetzt so aus gerade solchen Blöcken bestehen, lange nicht alles rausfiltern. Wenn ich jetzt die ISS da oben nehme, die ja die Flüssigkeiten, die haben ja keine Frachträume, wo sie immer Frischwasserbelieferung haben, sondern die Wässer, die die Menschen da oben trinken, die sehen die ja öfter. Und
Man muss einfach nur jemanden fragen, Mensch, willst du da wirklich etwas haben, was alles rausfiltert, oder wärst du auch zufrieden, wenn doch noch ein bisschen was drin ist? Und es ist irgendwie ganz klar, man sollte sich einen Filter aussuchen, wo man wirklich weiß, physikalisch ist alles raus, so wie die Natur das normalerweise vormacht bei artesischen Quellen oder wie wir das früher getrunken haben. Wenn wir mal das Regenwasser nehmen, also Achtung, wir gehen von einem sauberen Himmel aus, ja, wie es früher noch gab, und das Wasser fällt zu Boden. Und wir kennen das von den Tieren. Die Tiere trinken das Wasser in den Pfützen viel lieber als irgendwelche Wassernäpfe drin, die mit Leitungswasser gefüllt sind. Auf Deutsch gesagt, daran erkennen wir, weil Tiere haben diesen Sinn halt noch, die wissen, was gut ist, ja. Und das Wasser ist auch super sauber, ja. Und genau das ist das, was wir brauchen, wir Menschen. Aber jetzt noch mal ganz kurz, um das Regenwasser, das wir im Moment haben, ist das Gegenteil von super sauber. Also das geht wirklich um eine Zeit, wo der Himmel noch sauber war, noch nicht übersäuert war oder verdreckt war mit Aluminium. Ja. Das ist leider nicht mehr möglich, dass man jetzt das Regenwasser fängt und vielleicht trinkt. Also das ist einfach nur noch mal Ja. so. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Es gibt ja noch so ein anderes, ich nenne es mal Lager, die sagen sich so, dass sie das Wasser so durch Ionisationsgeräte auch sauber machen. Dazu muss man wissen, da wird ja Strom, fließt ja dort, um Wasser zu manipulieren, indem ich an einen Knopf drehe. Jetzt frage ich mich, habe ich schon immer überlegt, weil das war auch meine Frage. Das Wasser vielleicht, wo ich drehen kann, oh, sauer, nicht so sauer, basisch, ne? Es wird ja damit geworben, trinke basisches Wasser und deine Probleme sind erledigt. Da frage ich mich allerdings, was ist denn bitte mit der Ursache? Wenn ich ein Leben führe, was mich komplett übersäuert und dann will ich etwas nehmen, wo ich auf Basis schalte, will aber an mir nicht arbeiten, ob das nicht vielleicht den Sinn verfehlt. Das ist das eine. Zum Zweiten, dass dieses Wasser, was manipulierbar ist, kann nicht ganz sauber sein, weil Strom fließt nur da, wo auch was drin ist. Ja, also ein Wasser mit einem riesen Widerstand, also mit einem sehr niedrigen Mikrosiemenswert, da fließt kein Strom. Auf Deutsch gesagt, Strom fließt nur da, wo, also man, die müssen was drin lassen im Wasser. Und in der Regel ist es sehr schwierig zu sagen, du bist gut, du darfst weiter. Nee, du musst da drin bleiben. Du bist gut, du darfst weiter. Du musst drin bleiben. Auf Deutsch gesagt, aus der Gesamtmenge dessen, was in dem Wasser noch drin ist, wird es auch eine gewisse Verteilung geben, dass auch die Schlechtstoffe da noch drin sind. Und dann ist auch die Frage, was für Mineralien drin sind. Es gibt ja immer Menschen, die sagen, wir brauchen dringend die Mineralien, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt überhaupt fragen wolltest. Ich will das nicht in die Länge ziehen. Also, das Thema Mineralien, einige sagen, es ist sehr, sehr wichtig. Ja, ist ja auch wichtig. Das weißt du viel besser als ich, wie gesagt. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt da so Grenzwerte, wo man sagt, das braucht mindestens ein Erwachsener. Und wir haben das mal verglichen, wenn jetzt Kalium, Calcium und Magnesium mal so als Werte genommen wird, ob man die mit Leitungswasser oder Flaschenwasser überhaupt auch nur andeutungsweise den Körper damit ausreichend versorgen kann. Und da kann ich sagen, dass die Menge an Wasser liegt zwischen ungefähr 30 Liter jeden Tag und 7, 8 Paletten Wasser jeden Tag, die wir trinken müssen, um diese drei Mineralstoffe nach deutscher Gesellschaft für Ernährung, was ja sowieso niedrige Werte sind, überhaupt nur andeutungsweise erfüllen zu können. Auf Deutsch gesagt, wir können mit Wasser den Mineralhaushalt überhaupt gar nicht betatschen. Ja, das Also, relativiert natürlich dieses Argument ganz klar. Ja. ja. Aber jetzt Butter bei die Fische. Was ist denn eine gute Möglichkeit, um Wasser sauber zu machen? Ja, eine gute Möglichkeit, Wasser sauber zu machen, sind eben mehrere Aspekte. Ich erwähnte ja schon vorhin, dass die physikalische Reinheit wichtig ist, dass das Wasser per se erstmal physikalisch sauber ist. Und da können wir mit Molekularfiltration arbeiten. Das heißt, das filtert eben das Wasser auf molekularer Ebene. Und da ist es halt so, dass durch einen Druck von ungefähr 10 Bar etwas durch einen Molekularfilter gepresst wird und dann unten kommt dann nur noch H2O raus. Ja, da ist das Wasser befreit von allem. Und der Filter müsste nicht unterscheiden können zwischen gut, böse, gut, böse, gut, böse, sondern das ist einfach alles raus, außer H2O. Also größere Moleküle gehen da halt nicht durch. Das ist genau das Ding. Das heißt, es ist entscheidend, dieser Filter, wenn er denn gut ist, muss er eine Filtergröße haben, wo er quasi H2O-Moleküle durchlässt, aber andere Moleküle, die jetzt größer sind, eben nicht mehr. Ja. Ah, okay. Das heißt also, wenn ich jetzt hier so bild, ich würde mir jetzt ein Haar rausreißen und das so vor mich hinlegen, könnte ich es eine Million Mal so durchschneiden. So ungefähr ist so fein ist die Filterstufe, damit man das mal so
Okay. begreifen kann. Also ein Tausendstel H-Durchmesser, das ist Wahnsinn. So, dann ist das Wasser physikalisch sauber. Dass davor noch Vorfilter sein müssen, damit dieser teure, tolle Filter geschont wird, sei mal dahingestellt. Aber das eigentliche Herzstück ist halt diese Filterung, die ich sagte. Und dann ist das Wasser allerdings, wenn es nach so durchgequetscht wird mit 10 Bar, ist die Struktur schlecht, die Energie ist schlecht, der pH-Wert ist mies. Das ist alles schlecht. Das muss alles denn wieder so an die Natur herangebracht werden, wie die Natur das vormacht. Und dann ist es in erster Linie so, dass wir sagen, das Wasser sollte erstmal eine gewisse Struktur bekommen, ja, und dann kommt das Thema Emoto ins Spiel, dann kommen die effektiven Mikroorganismen ins Spiel, wo das Wasser durchfließt. Dann sollte darauf geachtet werden, weil das Wasser, was nur physisch rein ist, also nichts weiter gemacht wird, hat meistens einen pH-Wert, der ungefähr bei 5,0, manchmal sogar drunter liegt. Und das ist für den Körper nicht so ideal. Und dann musste das Wasser also ein bisschen angehoben werden im pH-Wert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Und dann zum Schluss letztendlich, erkläre es jetzt im kurzen Durchlauf, eine Verwirbelung. Und die Verwirbelung bei uns ist schon eine lange, schon mit einigen Kilometern Flusslauf zu vergleichen. Viele denken immer, wenn sie so einen kleinen Stöpsel an ihren Haaren ranmachen, so ein kurzes Stück, dass das schon viel ist. Aber das ist halt verglichen mit einem Flusslauf draußen gar nichts. Und bei uns kann man schon davon sprechen, wenn man, ich sag mal, Meter 40 oder so, so ein Kabel hat, ist natürlich die Anreicherung von Energie schon recht groß. So, das war so im Grunde erstmal das. Also Filterung, sodass ich möglichst auf Wassermolekülebene alles rausfilter. Dann das Wegnehmen von Fehlinformationen und eine Neuenergetisierung durch Verwirbelung. Ja. Und das sollte ein guter Filter machen. Das sollte auf jeden Fall ein guter Filter machen. Ja. Okay, was ist ein guter Filter? Sag's mir. Also unser Filter ist natürlich gut. Du hast ihn getestet. Da bin ich jetzt noch mal gespannt drauf, ob du das noch erzählst. Ja. Also für mich ist ganz spannend. Es gibt wirklich verschiedene sehr gute Filter. Wir haben jetzt viele Jahre auch einen anderen Filter benutzt, der eine ähnliche Hochwertigkeit hat, aber aus verschiedenen Gründen aktuell einfach nicht mehr so richtig das Optimum ist. Für mich steht im Vordergrund neben der Tatsache, dass ein Filter gut sein muss, natürlich auch der Service der Company, die dahinter steckt. Und das ist einfach großartig. Ja, das ist der Filter von pure-water.com. Dieser Filter ist einfach der Knaller. Also ich war geflasht einmal davon. Ich darf es erzählen, wir haben uns privat getroffen aus anderen Gründen. Du hast mir ein Glas Wasser angeboten. Ich habe es getrunken, war lecker. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, so nebenbei, und hast du gesagt, ja, das ist hier so ein Wasserfilter irgendwie, den wir da dran haben. Und dann habe ich mehr Fragen gestellt. Und dann haben wir gesagt, komm, kurz über lang, wir testen das. Wir haben ja unsere Testmethode, die autonome Regulationsdiagnostik nach Dr. Klinghardt. Die erlaubt uns, die Reaktion vom Nervensystem zu testen. Und damit kann man sehr leicht auch feststellen, hat irgendwas blockiert irgendwas? Ist es schlecht? Hat es eine stärkende Wirkung? Hat es eine heilende Wirkung? Und wir können sogar die Tiefe der Heilwirkung festlegen. Und bei guten Medikamenten sagt man, das hat so zwei, oder gute Heilmittel, zwei Heilmittelstufen, zwei Yin-Stufen, so nennen wir das. Und für mich ist immer wieder irgendwas sehr, sehr gut, wenn es so drei oder vier Yin-Stufen zeigt, dann ist es ein Mittel, wo ich auch dem Patienten sage, du, das ist für dich, das hat eine tiefe Heilwirkung, das solltest du unbedingt verwenden. Und ich war echt geflasht, dass das Wasser, das wir getestet haben, 7 Yin-Stufen getestet hat. Wir haben das ja auch nochmal wiederholt, als wir den Filter selber bei uns zu Hause hatten. 7 Yin-Stufen. Und das ist richtig, richtig gut und richtig tief. Und es zeigt auch, wie wertvoll das Wasser wirklich für den Körper ist, mit all dem, was wir vorher schon angesprochen haben. Das ist ein Wasser, das echt in der Zelle ankommt, wirklich das den Körper hydriert und auch wirklich in der Lage ist, Schlackestoffe und Schadstoffe mitzunehmen. Also dieses Wasser ist super, super hochwertig. Und ich habe dann natürlich auch mich gefragt, wie geht das? Wie kann das die Firma machen? Woher kommt dieses Know-how? All die Dinge, die du jetzt gesagt hast, sind verwirklicht. Das heißt, was ich für mich feststellen konnte, ist, all diese baulichen Maßnahmen, all diese Verwirbelung, all das, was so dazugehört, ist alles verwirklicht. Und das fand ich so großartig. Zudem, diese Art, wie es aufgebaut ist, mega gut finde, weil wir eine Familie sind, die gerne reist. Wir sind oft unterwegs. Wir sind teilweise monatelang in irgendwelchen gemieteten Häusern. Und was mich immer, immer wieder genervt hat, ist, dass wir in der Zeit nicht unser tolles Wasser hatten. Und das ist so genial. Vielleicht magst du das nochmal sagen, wie das Ganze aufgebaut ist. Gerne, mache ich gerne. Ich muss nur eine Sache zu deiner Testung sagen.
Als du sagtest, ich muss jetzt das Wasser mal testen, es werden jetzt ja auch diejenigen, die das hier sehen, auch hören, da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Und nun stelle dir mal vor, weil ich den Dr. Klinghardt auch toll finde und deswegen ist deine Arbeit für mich grandios, aber ich hatte Angst, ich wusste nicht, wie das Ergebnis dieser Testung aussieht. Und da hatte ich wirklich, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das dauerte ja auch, das war ja nicht mal eben schnell, was du gemacht hast. Und da muss ich sagen, ich war hinterher sehr glücklich, dass das, was ich eigentlich fühlte natürlich, weil ich das Wasser trinke und liebe und ich weiß, wie meiner Familie das damit geht und wie gut und viel getrunken werden kann. Aber dennoch bin ich sehr dankbar, dass die Testung wirklich so gut ausfiel. Das muss ich mal voranstellen, nochmal. Ja, die Anlage ist halt in einem Koffer, also Aktenkoffergröße, wiegt rund 12 Kilo und ist überall mit hinzunehmen. Das heißt also, wir können total multifunktional die Anlage verwenden, ob wir am See im Zelt sind, sofern wir eine Stromquelle haben, die wird es aber bald auch über uns noch geben, wenn man das möchte, sonst nutzt man eine andere, weil die Anlage braucht im Zweifelsfall keinen Wasserdruck, hat aber einen Schalter, wo eine Ansaugpumpe drin ist und das ist wirklich auch eine einmalige Sache. Und dann können wir das Wasser auch aus einem Bächlein, aus einem See hinaus herausziehen und trotzdem filtern. Ja, und das finde ich ganz, ganz toll, dass man auch so flexibel ist. Oder man ist in einem Hotel und kann das einfach mit Form von Kabeln einfach kurz nur anschließen. Ist auch einfach. Abgeklemmt zu Hause ist die Anlage ungefähr in 30 Sekunden und dann nimmt man sie halt mit und verwendet sie halt im Urlaub oder wie ich eben schon sagte. Das finde ich auch wirklich klasse. Das ist so großartig. Das ist wirklich richtig großartig. Und man kann es dann entweder so machen, dass man die Peripherie des gemieteten Hauses oder des Hotelzimmers so nutzt, dass man sagt, okay, ich klemme jetzt hier alles um, ja. Stromschlüssel und Zange. Oder man macht eben diese andere Variante, dass man sagt, naja, nee, umklemmen mache ich, möchte ich das nicht. Ich nehme jetzt halt diese Ansaugfunktion und schaffe mir so eben mein sauberes Trinkwasser. Also das ist beides machbar. Und das ist phänomenal. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Vor allen Dingen, dass es insgesamt einfach stabil transportabel ist. Ja. Und das ist etwas, was ich mega gut finde. Und das Gleiche oder was noch besser ist, und das ist eben das, was ich jetzt schon so mitgekriegt habe, diese pure-water.com, diese Firma, ist noch relativ jung, mit einem absoluten Brain dahinter, ein Mensch, der sich wirklich so richtig da rein vertieft in diese ganze Thematik und es weiterentwickelt. Und ja. Das halte ich jetzt für eben, was ich sage, mit toller Service. Wann immer eine gute Änderung kommt, wo die Geräte weiterentwickelt werden, werden automatisch diese Entwicklungen an alle gekauften Geräte weitergegeben. Ja. So ist meine Information. Und das finde ich gut. Das heißt, es kann sein, es gibt ein Austauschgerät oder man schickt es hin und es wird umgebaut und man kriegt es zurück. Also irgend solche Möglichkeiten. Und das kenne ich so von noch keiner Company. Die meisten haben ein Ding irgendwann mal gemacht. Es ist fertig und gut. Ja. Und das ist wirklich, wirklich richtig gut. Also das ist etwas, wo ich sage, das war auch ein Grund, warum wir wirklich mit Kusshand uns das besorgt haben und es jetzt nutzen und sind sehr begeistert. Wir freuen uns, dass wir das für alle unsere Abenteuer mitnehmen dürfen. Wir haben ein Wohnmobil. In dem Wohnmobil haben wir eine ganz billige Osmoseanlage eingebaut, wo das alles gar nicht stattfindet, außer die Filterung. Und wir werden oder haben die jetzt schon rausgeschmissen und können jetzt den Koffer immer reinschieben, ins Wohnmobil einfach anklipsen, klack, klack, und haben dann sofort auch da unser geniales Wasser. Und das ist was super gut. Ja, also für dich ist natürlich, oder für Menschen wie dich, die gerne auch viel reisen, ist das natürlich was ganz, also bei uns ist das ja noch nicht mehr der große Vorteil, aber bei dir und bei anderen Menschen vielleicht, die eine Praxis haben, die nehmen das vielleicht morgens mit in die Praxis oder wie auch immer. Ja. Die Einsatzmöglichkeiten sind super, das stimmt. Mega gut. Per, ja. Ich glaube, wir haben einen guten Abriss und Umriss gemacht, um was es geht, was möglich ist. Ich danke dir sehr dafür. Und jeder, der jetzt sagt, hey, das finde ich interessant, ich möchte mehr wissen dazu, wie kann ich das bekommen, wo kann ich das bekommen, ich habe noch Fragen. Wir werden hier unter dieses Video, werden wir die entsprechenden Kontaktdaten darstellen und dann können sich die Leute an dich wenden und können tatsächlich ja, alles erfahren, was noch wichtig ist und in die Betreuung kommen, die sehr hilfreich ist tatsächlich. Ich hatte auch 1000 Fragen noch an dich, du hast mir die alle super beantwortet. Und das ist, weiß ich übrigens auch sehr zu schätzen, weil das ist auch was nicht alltäglich ist. Also in dem Sinne, vielen Dank und ja, eine gute Zeit. Danke auch. Vielen Dank, Matthias, für die Zeit. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao, ciao.